Überall dort, wo Menschen zusammenkommen, kann es zu Konflikten kommen. Egal, ob du neue Teams zusammensetzt oder sich zwei oder drei Menschen unterhalten, die Wahrscheinlichkeit von Konflikten ist groß. Deshalb ist es wichtig, dass du als Unternehmer, als Selbstständiger, als Führungskraft auch Konfliktlösung beherrschst. Und ich zeige dir heute zwei Wege, wie normalerweise Menschen Konflikte lösen. Und eine Form davon ist diejenige, die am besten geeignet ist, Konflikte auch nachhaltig zu lösen. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin nicht nur Unternehmer und Unternehmensberater, sondern auch ausgebildeter Mediator. Und von daher kann ich dir aus der Praxis für die Praxis auch zeigen, worauf es bei der effektiven, konstruktiven und nachhaltigen Konfliktelösung ankommt. Egal, ob es wirklich ein handfester, echter, begründeter Konflikt ist oder ob es nur um eine Kommunikationsstörung sich handelt, entscheidend ist, dass zwischen zwei Personen oder noch mehr Beteiligten ein handfester Konflikt vorhanden ist. Und du hast die Wahl, entweder in die Richtung A zu gehen oder in die Richtung B. Und ich zeige dir jetzt, was A und was B genau ist. Die erste Form, die meistens auch unbewusst von den Konfliktparteien genutzt wird, ist die Version, die Variante A, sprich also emotional auf einen Konflikt zu reagieren. Und das ist einfach begründet in der Natur, in dem Konzept unseres Körpers, dass es dazu geeignet ist, dass wir auch dann überleben, wenn wir nicht großartig nachdenken. Du musst nicht großartig überlegen, wenn du auf Toilette musst, du gehst einfach. Du musst nicht großartig überlegen, wann du Hunger hast, sondern du hast Hunger und isst dann. Du musst nicht großartig überlegen, wenn du müde bist, sondern du schläfst dann, wenn du müde bist. Und so ähnlich ist es bei vielen Menschen auch in Bezug auf Konfliktverhalten. Sie verspüren einen Konflikt und reagieren sofort emotional. Und diese emotionale Vorgehensweise untergliedert sich wiederum in drei verschiedene Varianten. Wenn du also deinen Gefühlen die Konfliktlösung überträgst, dann gibt es drei Varianten. Und die erste Variante ist einfach das Fliehen, das heißt den Konflikt ausweichen. Mein Großvater beispielsweise war dafür bekannt, dass in handfesten Konflikten, entweder zwischen zwei Personen oder einer ganzen Gruppe, er stets zum Staubsauger griff und dann mitten durch das Wohnzimmer, mitten durch alle Konfliktparteien durchsaugte, um einfach diesem Konflikt aus dem Weg zu gehen, zu flüchten. Und das machen leider viele Menschen. Und du kannst dir gut vorstellen, was passiert, wenn du mit einem Beziehungspartner, Geschäftspartner oder Kollegen interagierst und der sich diesen Konflikt nicht stellt. Kurz über lang wird diese Beziehung oder der Grund der Zusammenarbeit des Zusammenlebens auch brechen. Der zweite emotionale Aspekt oder die zweite Variante, wie du emotional reagieren kannst, ist der Kampf. Das bedeutet, es kommt ein Konflikt, du nimmst dann einen schwarzen Pinsel und zeichnest auf dein Gegenüber eine große Zielscheibe und markierst ihn damit als dein Feind. Und der wird bekämpft. Und unser Körper ist natürlich auch geschaffen, dazu zu kämpfen, aber normalerweise nur gegen Feinde, gegen wilde Tiere vielleicht, aber nicht gegen deinen Nachbarn, nicht gegen deinen Kollegen, gegen deinen Chef oder andere Menschen. Und die dritte emotionale Variante ist einfach aufzugeben. Der Lateiner würde sagen, resignieren, das bedeutet so viel, dass die Zeichen, die im Kampf immer hochgehalten werden, heruntergenommen werden, also als Zeichen der Aufgabe der Niederlage. Und wenn du durch dein gesamtes Leben gehst und immer aufgibst, nun, dann wird es schwierig werden, wenn du deine Grenzen verteidigst, es wird schwierig werden, deine Interessen zu verteidigen, es wird schwierig werden, sich zu positionieren und auch im Wettbewerb zu behaupten. Deshalb also alle drei Varianten, die du hier gesehen hast, als emotionale Weise, Reaktionsweise, sollten nur dann tatsächlich eingesetzt werden, wenn es keine andere Möglichkeit mehr gibt. Und glücklicherweise gibt es sie aber und die zeige ich dir jetzt. Auch auf der rationalen Vorgehensweise auf der anderen Seite gibt es drei Möglichkeiten, wobei die erste empfehle ich dir nicht zu tun, sprich also nicht die Schuld und die Verantwortung abzugeben. Auf der anderen Seite ist es sehr weit verbreitet, gerade bei Menschen, die sehr selbstbewusst sind, Menschen, die normalerweise ein positives Bild von sich selbst haben, neigen dazu in Konflikt- und Stressreaktionen, die Verantwortung, die Schuld auf den anderen zu übertragen, weil sie selbst von sich immer nur Gutes erfahren haben und in der Regel damit selbst mit sich im Konflikt liegen, jetzt etwas Fehlerhaftes gemacht zu haben, jetzt selbst vielleicht die Ursache für einen Konflikt zu sein. Die zweite Variante, die tatsächlich nicht nur das eigene Wohl, nur die Verantwortlichkeit des anderen am Konflikt selbst berücksichtigt, sondern davon ausgeht, dass beide Konfliktverantwortung haben und dass beide auch ein Konfliktlösungsinteresse haben. Und diese zweite Lösung ist der Kompromiss. Man findet sich in der Regel irgendwo in der Mitte und das ist auch häufig die Situation, wenn du vor ein Gericht ziehst, dass ein Vergleich oder ein Kompromiss gesucht wird.
Aber tatsächlich ist auch bei einem Kompromiss es häufig so, dass beide Seiten Abstriche machen müssen, dass beide Seiten etwas verlieren können. Deshalb die viel bessere und vielleicht auch die beste Form von allen sechs Varianten ist der Konsens. Das heißt also, es werden Optionen und Lösungen gesucht, dass beide Parteien auch zufriedengestellt werden, ohne dass sie nennenswerte Verluste oder Abstriche machen müssen. Ein gutes Beispiel einer solchen Konsensverhandlung im Konfliktfall ist das Beispiel von einem Zitronenlieferanten. Der hatte zwei Kunden und beide wollten die gesamte Ernte abkaufen. Aber es ging einfach nicht. Also fingen die an, sich im Streit untereinander und mit dem Hersteller in einen Konflikt zu begeben. Und glücklicherweise haben sich die Parteien nicht entschieden, zu flüchten, aufzugeben oder zu kämpfen, vor Gericht ihr Recht zu erschreiten, weil der eine ja einen längeren oder einen besseren Vertrag hatte. Auch haben sie sich nicht entschieden, die Verantwortung abzugeben an den Hersteller, der so blöd ist, dass er zweimal dort den Auftrag angenommen hat. Und sie haben auch keinen Kompromiss gefunden, dass sie hälftig sich die Ernte teilen. Sondern sie haben sich zusammengesetzt, miteinander verhandelt, einen Konsens gesucht. Und der Konsens war klar. Der eine brauchte nur die Schale für die industrielle Produktion und der andere brauchte nur den Saft, den Inhalt für Limonadenproduktion. Also haben beide 100% ihre Bedürfnisse erfüllt. Der Konflikt wurde beigelegt und beide waren zufrieden mit einem Konsens. Das, was uns als Menschen am meisten vom Tier unterscheidet, dass wir rational nachdenken können. Aber auf der anderen Seite haben wir auch die emotionalen Steuerungsmechanismen. Und dumm ist natürlich nur der, der seinen Verstand ausschaltet und nicht einsetzt, sondern den Gefühlen unterliegt. Deshalb die wichtigste Aufgabe in einer Konfliktsituation ist tatsächlich sicherzustellen, dass die Emotionen ausgeschaltet sind. Auch wenn wir alle Menschen natürlich irgendwo Gefühle und Emotionen haben. Die beste Lösung wird also rational gefunden. Dann, wenn beide Parteien bereit sind, ihren eigenen Standpunkt, ihre eigene Perspektive zu verlassen, zu wechseln, am besten die Perspektive der anderen oder der anderen Parteien einzunehmen, um dann aus allen Perspektiven, aus allen Interessenslagen gemeinsam, vielleicht unter Begleitung eines Profis, eines Mediators, die beste Lösung zu finden. Und so wie bei der Zitronenplantage eine gute Lösung gefunden worden ist, die für alle Seiten tatsächlich ermöglicht hat, die Bedürfnisse zu erfüllen, so ist es auch wahrscheinlich und auch möglich, eine Lösung zu finden, die auch in deinen Konfliktsituationen alle Bedürfnisse befriedigen wird. Und wenn du selbst gerade in einem Konflikt bist, entweder du im Kunden oder du mit deinem Geschäftspartner auf Gesellschafterebene sehr häufig, dann kannst du gerne Gebrauch machen von einem kostenfreien Erstgespräch. Denn wir haben in unserem Team nicht nur Unternehmensberater, Marketingberater, Steuerberater und Fachleute, sondern wir haben auch Mediatoren, auch Menschen, die oft geschult sind, dich dabei zu begleiten, eine echte Lösung, einen echten Konsens zu finden. Deshalb lade ich dich ein, jetzt Gebrauch zu machen von einem kostenfreien Erstgespräch. Du kannst dich ganz bequem über unsere Webseite, über den Link, über unseren Kalender eintragen, einen Termin buchen und wir erörtern dann mit dir gemeinsam, wie wir eine Lösung finden oder wie wir dich begleiten können, dass du in deiner Konfliktsituation eine Lösung findest. Und natürlich macht es Sinn, dass du diese Mechanismen schulst, also die Emotionen enttarnst, und vermeidest und dass du rationale Methoden auch lernst einzusetzen. Und die gibt es zu lernen. Auch dabei können wir dich unterstützen. Ich wünsche dir nun viel Erfolg in allen Konflikten, die mit Sicherheit kommen werden. Und dass du ein Mensch bist, der nicht aufgibt, kämpft oder flüchtet, sondern jemand bist, der den Konsens sucht und den Prozess gestalten kann und auch diesen gefundenen Konsens dann auch tatsächlich Wirklichkeit werden lässt. Dein Daniel Schäfer.